Heute haben wir ein schönes Thema. Das Thema ist Freunde. Du erinnerst, ich habe dir ein Foto gezeigt in Sachkunde am Montag, glaube ich. Das siehst du hier nochmal. Das war ich, meine Schwester und das waren meine Freunde. Das war mein Freund Yüksel und das war meine Freundin Jasmin. Wenn es ein Junge ist, ist es Freund. Wenn es ein Mädchen ist, ist es eine Freundin. Ja? Und heute geht es um deine Freunde. Was machen Freunde? Freunde helfen dir. Freunde teilen ihr Essen mit dir. Zum Beispiel, wenn du kein Frühstück dabei hast und dein Freund hat ein Frühstück. Und du sagst, bitte, bitte, bekomme ich ein bisschen von einem Frühstück, dann teilt ein Freund. Ein Freund hilft dir. Zum Beispiel, du hast kein Radiergummi und dein Freund leiht dir dein Radiergummi. Oder du hast Probleme bei einer Aufgabe, dann hilft ein Freund. Was macht ein Freund auch noch? Ein Freund kann lustig sein. Ein Freund kann kreativ sein und ganz tolle Ideen haben, zum Beispiel welche Spiele du in der Pause machen kannst oder wie du am besten ein Bild malst. Freunde sind toll. Und heute geht es um deinen besten Freund und um deine beste Freundin. Ja? Du siehst hier im A auf der Seite 41 hier oben mein bester Freund und meine beste Freundin. Wir fangen mal mit mein bester Freund an. Dazu wische ich das jetzt mal weg und ich schreibe jetzt mal hier. Mein bester Freund. Und hier malst du deinen besten Freund. Das ist ein Junge. Zum Beispiel, der beste Freund von mir ist Miguel. Mein bester Freund ist Miguel. Ich male Miguel hier hin. Hier drunter steht, ich mag ihn, Komma, weil er. Und dann gibt es hier Linien. Und dann überlege ich mir, warum mag ich Miguel? Jetzt muss ich meine Papiere sortieren. Hier sind sie. Warum mag ich Miguel? Ich mag Miguel, weil er lustig ist. Miguel sagt was und ich muss lachen. Miguel ist wirklich lustig. Ich zeige es dir nochmal näher, weil Miguel lustig ist. Warum mag ich Miguel auch noch? Moment, ich klebe das ein bisschen besser hin. So. Ich mag Miguel, weil er mir hilft. Ich zeige es dir auch nochmal, dass du es lesen kannst, weil er mir hilft. Wenn ich Hilfe brauche und ich sage, bitte Miguel, hilft mir, er hilft mir. Miguel hilft mir immer. Warum mag ich Miguel auch noch? Ich mag Miguel, weil er teilt. Wenn Miguel einen Hamburger hat und ich habe Hunger und ich sage, Miguel, ich habe Hunger, dann teilt Miguel seinen Hamburger und gibt mir die Hälfte. Und warum ist Miguel auch noch mein guter Freund?
Ich mag ihn, weil er gute Ideen hat. Miguel hat immer ganz, ganz kreative Ideen, was man machen kann. Kannst du sehen hier? Ja? Nochmal, ich gehe mit dem Computer ein bisschen näher hin. Hier. Ich mag Miguel, weil er lustig ist, weil er mir hilft, weil er teilt und weil er gute Ideen hat. Du nimmst jetzt dein Aha, malst hier deinen Freund und schreibst hierhin, warum magst du deinen Freund? Du kannst hier schauen und überlegen, mag ich meinen Freund, weil er lustig ist? Dann schreibst du das. Mag ich meinen Freund, weil er mir hilft? Dann schreibst du das. Wenn nicht, dann nicht. Bitte, wenn du noch andere Ideen hast, kannst du das auch schreiben auf Deutsch oder auf Spanisch. So, drücke jetzt bitte auf Stopp, auf Pause, nimm dein Aha und schreibe das hier hin. Du schreibst hier, weil mein guter Freund, den Namen von deinem besten Freund, du malst deinen besten Freund und du schreibst hier, warum magst du deinen Freund? Du kannst hier schauen, du kannst aber auch andere Dinge schreiben. Wenn du fertig bist, drückst du wieder auf Start und dann geht das Video weiter. So, jetzt drücke bitte auf Stopp und schreibe. So, jetzt bist du fertig. Du bist hier fertig. Jetzt kommt der zweite Teil. Hier. Er mag mich. Ich mache das jetzt mal weg, weil das hast du geschrieben. Ich wische das auch wieder weg. Hier. Und jetzt kommt er mag mich, weil. Warum mag Miguel mich? Ich frage ihn mal. Ah, Miguel sagt, er mag mich, weil ich helfe. Miguel kann zum Beispiel nicht kochen und ich helfe ihm beim Kochen. Miguel sagt, er mag mich auch, weil ich gute Ideen habe. Ich habe auch gute Ideen. Miguel sagt, er mag mich, weil ich teile. Wenn ich viel Schokolade habe, gebe ich ihm auch und teile meine Schokolade. Und Miguel sagt, er mag mich, weil ich lustig bin. So. Du machst jetzt im Arbeitsheft hier unten diesen Teil und überlegst dir, warum mag dein Freund dich? Du kannst hier schauen, drücke bitte wieder auf Pause. Das Video macht eine Pause und du schreibst in dein Heft, warum mag dich dein bester Freund? Wenn du fertig bist, drückst du wieder auf Play. So, wenn alles geklappt hat, bist du jetzt hier fertig. Du hast jetzt hier geschrieben, warum magst du deinen besten Freund und warum mag dein bester Freund dich? Und genau das Gleiche machst du jetzt mit meine beste Freundin.
Du überlegst dir, wer ist deine beste Freundin? Du schreibst den Namen hin, du malst deine Freundin hier hin und dann kommt wieder genau das Gleiche hier. Warum magst du deine beste Freundin? Weil sie lustig ist, weil sie hilft, weil sie teilt, weil sie kreativ ist, weil sie gute Ideen zum Spielen hat, weil sie schön malt. Das schreibst du hier hin. Und dann überlegst du, warum mag deine Freundin dich? Weil ich kreativ bin, weil ich ihr immer helfe, wenn sie Hilfe braucht, weil ich ihr meinen Bleistift leihe, weil wir in der Pause schön zusammen spielen können. Überlege es dir und schreibe bitte hier. Wenn du andere Ideen hast, andere Ideen als die, kannst du da schreiben. Du kannst es auf Deutsch probieren oder auch auf Spanisch.